Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Ägyptern. Und ich habe gerade ganz vergessen, dass wir eigentlich noch Seleukeia einnehmen wollten, bevor wir hier irgendwie... Spioniere. Oh ne, jetzt sag ernsthaft, er ist krepiert dabei. Och Mann, ey, so ein Quark. Okay, dann machen wir es halt jetzt so. Seleukeia greifen wir jetzt noch an. Das ist halt die letzte... das ist die letzte Seleukiden-Stadt, die es noch gibt, und die ist recht gut ausgebaut, so wie es aussieht. An der Stelle. Ja, ob wir uns hier noch irgendwas holen, das weiß ich noch nicht so genau, aber ich würde sagen, wir können ja auf jeden Fall mal irgendwie so einen Schlag gegen die Pater vorbereiten. Dazu stellen wir uns mal auf jeden Fall hier an die Grenze. Ja, momentan sind auch hier eigentlich keine... Warte mal, du warst der Pestkranke, ne? Du bist aber wieder gesund. Okay, ist ja ganz schön, dann können wir dich ja mal mit hier hochnehmen. Na komm. Irgendwie. So was. Wie sieht denn das hier unten aus? Dich habe ich auch noch nicht bewegt. Da unten ist ja auch noch eine Rebellenarmee am Start. Die können wir auch dann bald noch aufreiben. So. Meine Ohren sind eure. Genau, und du gehst hier hin und... Ich will die mal so ein bisschen... Ich will die mal so ein bisschen verteilen. Denn unser nächster Schlag wird gegen die Pater gehen. Oh, was gibt's denn hier für... Okay, gut, die können nix. Was ist das da? Hauptmann Aris. Können wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal drum kümmern. Wir laufen erstmal hier noch weiter. Wir bringen uns jetzt mal vor Azakia in Stellung und gucken, dass wir also hier die Pater nur mit Dumata zurücklassen werden. So, der verrückte Hutmacher, der läuft mal weiter und stellt sich hier auf diese Furt. Vielleicht können wir uns auch so direkt in Stellung bringen, dass wir von allen Seiten auf einmal zuschlagen können. Das wäre ganz cool, dann hätten wir 4 Provinzen innerhalb von einer Runde eingenommen. Das wird ja auch so ein bisschen in... Wie Bündnis gebrochen? Okay, mit den Skythen. Ah ne, Seleukiden und Skythen, alles klar. Ja, das ist doch schön. Gut, gut, gut. Du schipperst hier hin. Wir gucken nochmal gerade. Hier haben wir aber keine weiteren... Leute irgendwie, die wir noch mitnehmen könnten. Dann kannst du ja nächste Runde mal nach Sparta weiter segeln. Das sieht ganz gut aus, finde ich. So, da oben ist ein Spion. Aber wir haben jetzt mal hier einen drin, ne? Jawohl, 3 Skillpunkte, das ist auch gar nicht so schlecht. Euer Wille ist mir Befehl. Die anderen Spione können wir in Griechenland jetzt mal gerade auch rausholen. Meine Augen du kannst hier bleiben. Ungesehen, unbemerkt. So, wir gucken mal gerade, ob wir mit Dakien, das ist ja ihre Hauptstadt, ob wir denen ein Bündnis anbieten können für, weiß ich nicht, nur mal 10.000 Denare. Nein, warte mal, wir geben denen, einmalige Zahlung, 10.000. Vielleicht machen sie es nicht, aber gucken wir mal. Bündnis wäre nicht gut. Ja, vielleicht greifen sie uns sogar bald an. Okay. Dann können wir uns vielleicht... wir können uns kein Bündnis mit den Thrakern holen, weil die Krieg mit den Skythen haben. Das ist ein bisschen schade. Wir laufen aber ein bisschen weiter hier oben rum. Vielleicht finden wir da oben noch ein paar Germanen, mit denen wir ein Bündnis machen können oder irgendwie sowas. Also irgendjemand, der halt Beef mit den Römern hat. Unser sparsamer Strategieverständiger. Wo laufen wir denn mit dem hin? Am besten mal hier runter. Ja, cool. Da sind ein paar Söldner. Die nimmst du mal direkt mit. Der kriegt auch noch so eine Söldnerarmee. Vielleicht fahren wir mit dem sogar. Hier. Neferet der Eroberer. Ja, mit dem müssen wir natürlich... Der braucht eine Armee. Und den sollten wir nach Möglichkeit nächste Runde noch wegschießen. Müssen wir mal gucken, ob wir wirklich dahin fahren. Ich weiß nicht, so ein paar Truppen sollten wir hier vielleicht noch rüsten, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Nilschwerträger. Genau. Ja, bauen wir hier noch ein paar Bauern, das ist auf jeden Fall okay.
Thessaloniki baut auf jeden Fall auch mal noch ein paar Nilschwerträger. Ich will hier nicht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt werden. Aber wir haben hier so viele Söldner, mit denen müssten wir da auch noch irgendwas machen können. Und da haben wir hier eine Söldnerarmee am Start. Dann gehen die Wüsteneiskämpfer hier mal bei ihm mit dazu. Sieht ganz gut aus. So, wir haben jetzt hier noch zwei. Dann nehmen wir mal da mit. Du kannst dich ja mal hier mit den Söldnern zusammentun. Das ist ja auch so, als Armee ist das gar nicht schlecht. Tragische Söldner, Kreta Bogenschützen und so weiter. Wir sollten noch nach Kydonia einen General schicken. Das haben ja auch viele von euch gesagt, damit man da immer die Kreta Bogenschützen abgreifen kann. Das ist natürlich klar, ja. Da werde ich mich auch drum kümmern bei Zeiten. Ja, okay. Ich glaube, sonst waren wir fertig. Da ist noch der Admiral War. Was macht denn der? Was macht denn der? Der geht mal gucken. Der guckt hier mal gerade nach den Skipionen. Ja, dann macht man hier gerade schnell den Hafen dicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, hier die zwei Häfen zu blockieren. Wenn wir jetzt direkt von Hauptmann Appius angegriffen werden, dann müssen wir uns natürlich gut verteidigen. Aber das können wir mit der Armee hier auf jeden Fall machen, obwohl es fast eine reine Fernkämpferarmee ist, seht ihr ja. Aber wir haben ganz viele Streitwägen. Damit kann man was machen, nächste Runde. Ach, hier den Spion hätte ich vergessen. So, Salona wird ausspioniert. Da schicken wir dann gleich auch noch einen Spion hin, nach Möglichkeit. Die Bruti ziehen sich zurück. Ich muss mal gerade gucken, ob ich... KI-Züge habe ich auf Überspringen momentan. Das ist natürlich nicht so gut. Betrachten. Das kommt noch davon, weil ich letztens so eine Schnellkampagne mit den Patern gespielt habe. Also halt irgendwie so 4 Stunden Kampagne. Und da habe ich mir nicht immer die Züge angeguckt. Hast du noch die Pest? Schade, nein. Okay. So. Mächtiger General. Ja klar, du holst ja auf jeden Fall auch noch die Jungs mit. Angriff! Greifen wir mal direkt nächste Runde an. Dann gehört uns das Ding auch hoffentlich bald wieder. Bestechen konnte ich ihn ja nicht. Leider. Also, obwohl er keine gute Armee hat, seht ihr ja. Hören bedeutet gehorchen. Weiter geht es nicht, Sire. Ja, lauf mal irgendwie wieder hier hoch. Wir können nicht weiter, Sire. Rekrutierungsberichte ist wurscht. Kleinstadt wächst. Das ist Hatra. Sehr cool. Sehr cool. Niedriger Steuersatz 3%. Da können wir eigentlich auch mal direkt hier. Können wir eigentlich direkt auch hier die Dinger weiter ausbauen. Und Palmyra wächst, ist auch sehr gut. Niedriger Steuersatz 2,5%. Dann bauen wir hier auch direkt die Dinger. Den Baubericht, den mache ich gleich. Den zeige ich euch jetzt an der Stelle noch nicht. Rundenbericht, Sitzstausen kommt auf jeden Fall hin. Steuern und Handel deckt auf jeden Fall unsere Armeeausgaben. Mächtiger General! So, dann ist die Frage, wollen wir mit dem Verrückten tatsächlich gegen die Pater kämpfen oder bringen wir uns hier mal einfach in Stellung? Ich glaube, wir stellen uns mal auf die Brücke, also selbst das sollte er hinkriegen. Mächtiger General! Die halten noch 7 Runden durch, wobei wir da auch wahrscheinlich Sire? So ganz gut durchkommen dürften, wenn wir ihn angreifen. Befehle? Stoßt vor! Weiter geht es nicht! Den brauchen wir noch. Stoßt vor! Meine Augen sind eure Augen. Ja, 100%. Ja, dann gehen wir nach Susa rein. Da ist nicht viel drin. Das wird eine ganz einfache Sache. Sire? Ja. Mächtiger General! Der käme auch nicht rechtzeitig. Okay, wir gut. Wir sitzen fest, mächtiger Herr! Meine Ohren sind eure Ohren. Also wir bringen uns hier einfach mal in Stellung. Wir bringen uns hier einfach mal in Stellung. Euer Wille ist mir Befehl. Dann haben wir einen massiven Schlag gegen die Pater. Ach, guck mal, nee, da ist jetzt tatsächlich der Aristoxenos. Oder Aristoxenos gekommen. Wir spielen den mal aus. Die Tarnung ist mein Mantel. Ich glaube, ja, und in dem Mantel wirst du jetzt in das nächste Erdloch geschmissen. Der ist nämlich krepiert. Gehst du mal hier weiter hoch? Weiter geht es nicht, mein Gebieter. Irrt ihr euch vielleicht? Ich irre mich definitiv nicht. Ach, guck mal hier, da waren noch Söldner. Ach nee, stimmt, genau, die habe ich hier drin gelassen. Da haben wir noch irgendwie so ein paar Bauern.
Und dann kannst du nächste Runde da raus. Das sind 4 Einheiten, da können wir wahrscheinlich sogar direkt angreifen. Machen wir hier noch ein paar Bauern. Und Tarsus ist ja auch wieder so eine... Ja, Tarsus hat wahrscheinlich auch wieder so eine Grundunruhe. Den Mathe-Fritzen, den nimmst man gerade raus. Marschieren! Wir können nicht weiter, großer Herr! Dann gibst du mal gerade hier die Jungs mit. Das ist jetzt wohl hier unten angreifen. So, das ist ganz gut. Hier unten ist alles in Ordnung. Ich sehe zumindest jetzt hier keine... Nee, ich sehe hier keine Rebellen. Admiral Alexander kontrolliert für uns hier die Grenze. Haben wir hier eine Schmiede? Ne, wir haben noch nicht mal eine Schmiede hier in Pergamon. Aber Pergamon ist auch wieder eine der schnell wachsenden Städte, wo man immer drum bemüht sein muss, mit der öffentlichen Ordnung hinterherzukommen. Ja, dann guck mal gerade. Haben wir hier Söldner drin? Nein, haben wir nicht. Dann, wenn ich jetzt sage, angreifen... Dann mache ich das automatisch. Dann werden wir die Bevölkerung ausradieren. Mit den Steuern auf niedrig gehen. Dann haben wir noch ein Weltwunder eingenommen. Das ist doch eine coole Sache. Den Schrein des Hephaistos. Hm, verbessert leichte Waffen. Das können wir vielleicht sogar gebrauchen hier unten. Dann lassen wir den mal noch eine Runde da. Also da muss man echt drauf achten, wie ein Schießhund hier in dem Spiel. Dass man immer die Waffen-Upgrades mitnimmt. Ja, und dann holst du mir, keine Ahnung. Dann holst du mir hier so eine Einheit... Nee, du holst mir hier gar keine Probleme. Ich weiß nicht. Lass mal gucken. Die nubigen Speerträger würde ich ja ganz gerne hier drin lassen als Garnison. Oder irgendwie so eine Einheit Bogenschützen könnte ich auch drin lassen. Ja, bild mir die Einheiten mal alle irgendwie fort. So, das ist doch ganz cool. Dann wird der Gen mal gerade rausgehen. Nein, ist nicht wahr. Die öffentliche Ordnung wird nicht besser. Die bleibt bei 60%. Fette Scheiße. Mein Gebieter, weiter! So ist er immerhin bei 70. Ah ja, komm, bei 70 revoltiert ja keine Stadt. Das wissen wir, ja. Okay. Haben wir da Grundaufruhr drin? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. Das liegt jetzt natürlich daran, dass wir hier gerade die Stadt eingenommen haben. Aber okay. So, Seleukia gehört jetzt schon mal uns. Dann holen wir uns Syrakus. Dann klickt der Günner aus Versehen nebendran und geht aus seinem Rome Total War Fenster raus. Ja, hier machen wir es folgendermaßen. Hier nehmen wir die 2 Einheiten Kreta Bogenschützen aus der Armee. Verlasse die Armee. Marschieren. Und greifen Syrakus jetzt an. Das machen wir... Ne, warte mal gerade. Warte mal gerade einen Moment. Vielleicht versenken wir erst noch die griechische Flotte. Hier oben haben die noch irgendwas Fettes? Nee, ne? Oh, eine Quinquireme. Ganz schön grob, okay. Ei, großer Herr! Also da genügt ja ein Angriff, ne? Sind bereit. Hier sind nur die ganzen Spione. Die will ich ja eigentlich ganz gerne da drüben in Italien absetzen. Na komm, dann machen wir es mit dem Schiff jetzt mal gerade. Gut, versenkt. Schön. Sieg! Setz die Segel! Schlüpfe an Land. Gehe an Land. Schlüpfe an Land. Hat er gesagt, schlüpfe an Land? Du sollst ja nicht. Du bist auch kein Huhn. Oder kein Küken. Du sollst ja nicht schlüpfen. Euer Wille ist mir Befehl. Gehe an Land. Niemand wird mich sehen. Wir sitzen gut. Fest, großer Herr. Gut, gut, gut. Meine gut. Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Weiter. Wir blockieren hier den Hafen. Meine Augen sind. So, jetzt haben wir die griechische Flotte auch vernichtet. Das ist ganz wichtig, denn so sind die Schiffe auch auf jeden Fall noch beschädigt. Jetzt machen wir das hier automatisch. Das ist ein klarer Sieg. Auch hier werden die Bevölkerung ausradieren.
Wir können nicht weiter. Reparieren die Gebäude. Mein Gebieter, bilden dich fort. Für den Kampf. Siedlung eingenommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Infanterie. Und dann bauen wir hier unten mal die... Lass mal gerade gucken. Schrein. Tempel des Hermes. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir den übernächste Runde vielleicht irgendwie abreißen. Bauen wir mal die Hinrichtungsstätte. So, jetzt nehmen wir auch noch die Kreta Bogenschützen mit rein. Mein Gebieter? Sire. Die kannst du mal zusammenziehen. Wir haben ja auch irgendwie nichts wirklich hier verloren. Das ist doch ganz gut. Das Schiff ist bereit. So, der Admiral. Ja, mächtiger Herr. Fällt man gerade hier. Aha, da habe ich schon was. Oh, ho, 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 ho. Ja, genau, da greifen wir mal an. Angriff! So, wohin zieht der sich jetzt zurück? Da müssen wir mal ganz genau hingucken. Hier unten, da ist er. Da ist er. Sind bereit. Ja, wenn man das mal gerade ein bisschen anders. Hi, großer Herr. Du hast ja nichts Wichtiges an Bord, ne? Dann fahren wir hier runter. Bereitet euch auf den Kampf vor! 34. Sieg! Momentan geht das nicht weiter, Sire. Dann sind es jetzt noch 20. Ach, ja, den müssen wir jetzt ein bisschen scheuchen. Denn die Armee sollte man natürlich noch vernichten, solange sie auf dem Schiff unterwegs ist. Ja, nur 6, das ist doch kacke. Das Meer gehört euch, großer Herr. Hä? Meint ihr, der hat's hier um die Ecke geschafft? Ich mach mal gerade einen Quicksave. Widerstand ist zwecklos, Seite vernichtet. Widerstand ist zwecklos, Seite vernichtet. Wunder eingenommen. Gut. Ei, großer Herr! Ja, die müssen wir mal die Schiffe fortbilden. Das Schiff ist bereit. Das Schiff hier ist es nicht ganz bereit. So dringend. Okay, dann schauen, dann suchen wir ihn jetzt mal da drüben. Setz die Segel! Nummer 1. Ei, mein Herr! Ja, mächtiger Herr. Momentan geht es nicht weiter, Sire. Ei, großer Herr. 14 Schiffe sind es noch. Angriff! Das Schiff ist bereit. Ei, mein Herr. Du kommst mal direkt mit dazu. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ei, großer Herr. Du fährst nächste Runde den Hafen von Syrakus an. Ei, großer Herr. Du blockierst den Hafen von Kroton. Das ist mal am Anfang ausreichend hier für unsere Zwecke. So, da sind Piratenflotten unterwegs. Da habe ich jetzt aber nicht so den großen Ansporn, mich mit den Piraten anzulegen. Mächtiger General! Die Peltasten nehmen wir jetzt nicht mit. Mein Gebieter? Ich würde ganz gerne irgendwas machen, wo ich die Kavallerie wieder fortbilden kann. Mein Gebieter? Mein Gebieter? Marschieren! Mein Gebieter? Vorwärts! Okay, das ist als Armee gar nicht so schlecht, finde ich. Mein Gebieter? Aber der Neferet, der muss noch irgendwas machen. Befehle? Herr Ruben, baut mir mal hier irgendwo so einen Wachturm hin. Den ersten dann Boss mal hier. Marschieren! Weiter geht aha, es nicht! Sire. Interessant. Baut einen Turm! Mächtiger General! Stoßt vor! Befehle? Marschieren! Weiter geht es nicht, Sire! Mein Gebieter? So, erste Armee vor. Fertig, ne? Schließe mich das könnte unsere Tarent-Armee werden, denke ich. Weiter, großer Herr. Mein Gebieter? Die Jungs hier sind halt echt noch recht frisch. Wir gucken mal, ob wir hier noch vielleicht... Ah, das mit der Kaff, das ist halt so eine Sache, ne? Das Schiff ist bereit. Das da könnte halt auch noch eine interessante Armee hier für Kapur werden. Speichern. Ja, aber da oben waren doch auch...
Booty unterwegs. Patavium gehört dem Booty. Ist auch merkwürdig. Okay, nee, wir greifen mal hier die römischen Flotten an. Gut, versenkt, so muss dann sein. Sieg! Problem ist, wenn wir den jetzt hier senken oder angreifen, müssen wir danach gegen die Piraten kämpfen. Aber okay, komm, machen wir es. 41. Der haut ab. Richtung Salona. Sieg! Bereitet euch auf den Kampf vor! So, die Piraten haben wir komplett ausgeschaltet. Das ist ja das Schöne, wenn man gegen diese Rebellen kämpft. Gut, nächste Runde bist du dran. Dann haben wir hier unsere Armee. Mit der wir dann übersetzen können. Oder, weißt du was, du gehst mal schon hier an Bord. Und lässt dich dann irgendwo absetzen, wo wir mit dir was anfangen können. Wo man dich fortbilden kann vielleicht. Als Flotte zum Übersetzen können wir immer noch die Jungs hier nehmen. Du gehst nach Salona, weil die da vorhin noch einen Spion reingeschickt haben. Du bleibst auf jeden... Nee, du machst was anderes. Aber mit dir kann ich noch was anfangen. Und zwar baust du mir hier einen Wachturm. Und falls Darkin uns angreift... falls Darkin uns angreift, können wir immer noch was gegen die machen. So. Wir haben ja hier jetzt ganz viele Infanterieeinheiten gebaut. Da sollten wir jetzt auch noch Gedanken drüber machen, was wir mit denen anstellen. Ich würde mal sagen, wir treffen uns mit denen überall hier jeweils. Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Befehle? Mächtiger General. Sire. Vorwärts. Mächtiger General. Mächtiger General. Okay, ihr geht vorwärts. Alle nach Thermon, weil man da wohl bessere Waffen kriegen kann. Meine Ohren sind eure Ohren. Ungesehen, unbemerkt. Wir sitzen fest, großer Herr. Euer Wille du gehst hier hin. Sehr schön. Sehr schön, es läuft gut, finde ich. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bogenschützen. Und ein bisschen Kaff. Ja, komm, mach mal hier noch einen Streitwagen. Das ist auf jeden Fall gut. Wird jetzt aber auch wieder hier überall gebaut, ne? Jawohl. Ja, sieht gut aus. Schön, schön, schön. Mit den Thrakern legen wir uns mal noch gar nicht an. Ich denke eher, dass Darkin vielleicht sogar versuchen würde, uns anzugreifen. Vermutlich wollen die gerne Salona haben. Aber da sind wir eigentlich mehr oder weniger gut drauf vorbereitet. So Leute, jetzt muss ich mir den Baubericht an der Stelle angucken. Und dann werde ich den Part auch an der Stelle jetzt beenden, denke ich. Wir haben so 20 Minuten, haben wir ungefähr runter. Ach, sind wir mit Numidien noch im Krieg? Nö, neutral, gut, alles klar. Dann gibt es hier noch gleich eine Auseinandersetzung gegen die Rebellen. Ach nee, guck mal hier, da ist auch wieder einer. Der Ptolemy. Euer Wille ist mir Befehl. Die Tarnung ist mein Mantel. Euer Wille ist mir Befehl. Ungesehen, unbemerkt. Dann bauen wir mal so einen Diplomaten. Dann kaufen wir uns den. Das ist alles okay. Ist auch alles okay. Ich glaube, sonst habe ich auch alle Befehle gesetzt, meine ich. Hier geht auch voll der Handel ab. Das ist interessant. Oh, ho, ho. Ja, da bin ich ja froh, dass der Varazin auf meiner Seite kämpft. Und unser Verbündeter ist. Euer Wille ist mir befehlt. Haben wir einen Spion hier drin? Ne, haben wir nicht. Der eine ist ja voll krepiert. Also, du gehst mal dahin. Dann kannst du vielleicht mal schauen, ob da ein Spion von den Patern oder so drin ist. Ich meine, das kann ja auch sein. Erwarte eure Befehle. Ja, mächtiger Herr. Ja. Das mit den hängenden Gärten von Babylon, das ist ganz cool, dass wir das Weltwunder jetzt haben. Schön.
sehr, sehr schön. Ja, ich mag die Ägypter, aber jetzt als Fraktion muss ich echt sagen, nicht so gerne. Es ist doch leider so, dass die nicht so coole Einheiten haben. Also die leben echt von den Upgrades eigentlich. Und das ist dann cooler, wenn man ein paar spezialisiertere Gebäude hat. Ja, okay, Leute. Also, dann machen wir jetzt den Baubericht. Ich mache Schluss mit dem Part und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.